Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Conab. Wir schauen uns jetzt den Fendt 900 Vario S4 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Grigur, wenn man so ausspricht, und Yuka findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge, beziehungsweise doch Fahrzeuge und dann Großtraktoren. Hier ist das gute Stück, Fendt 900 Vario S4, 305 PS Standardleistung, 600 Liter Diesel, 38 Liter plus 6 km Maxspeed für 200 km in der Anschaffung, 10.200 im Leasing. Euch stehen insgesamt 24 Config-Blöcke mit zur Verfügung und das ist eine ganze Menge. Nebenbei könnt ihr Felgenfarbe ändern, Designfarbe, die Designfarbe ist oben das Dach, um das so zu sagen, und die Hauptfarbe ist dann dementsprechend klar. Ja, Reifenhersteller haben wir Drelleburg mit Reifenvariante Standard. Dann gibt es Radgewichte, dann gibt es die Vario Grip. Dann gibt es Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Zwillingspflegebereifung hinten und Zwillingspflegebereifung vorne und hinten. Michelin Standard, Radgewichte, Vario Grip, Breitreifen, Breitreifen hinten, vorne und hinten, Care X-Bib mit Gewicht, Care X-Bib mit Vario Grip, Care X-Bib White. Und dann gibt es Midas, Standard, Radgewichte, Vario Grip, Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten, vorne, also nur hinten, vorne und hinten. Und dann gibt es noch die Nokian Reifen mit Standard, Radgewichte, Grip, Zwillingsbereifung hinten oder Zwillingsbereifung vorne und hinten. Dann geht es weiter bei Design. Da gibt es einmal Standard, dann gibt es einmal Forest. Ja, also ihr könnt das Ding auch zur Forstmaschine umbauen. Sieht recht schick aus. In der Active Control, ja, nein. Sollte selbsterklärend sein. Also heißt die Control aktivieren oder nicht aktivieren. Grill gibt es einmal in Schwarz und einmal in der Designlinie, da drauf steht. Dann gibt es Equipment. Da gibt es einmal Profi und einmal Profi Plus. Ihr seht, da ändert sich hier drinnen dementsprechend der Monitor. Auspuff gibt es einmal in Schwarz und einmal in Chrom. Warning Signs, nein oder ja. Sollte auch selbsterklärend sein. Warning Trigale, also das da hinten so ein Warndreieck ist, ja oder nein. Hörner, also Lufthörner, ja oder nein. Dann gibt es Extra, ja oder nein. Da ist ja vorne dieser Feuerlöcher dementsprechend mit dabei. GPS, ja oder nein. Hoppala, jetzt bin ich ja schon wieder verrutscht. GPS ja oder nein? Seht ihr das dementsprechend hier oben? Auch ganz klar. Dann müssen wir einmal hier so ein bisschen reingucken. Wir können ein Kuhn-Terminal mit reinnehmen oder nicht. Ein Pöttinger-Terminal. Danach gibt es noch ein Vogel-Terminal. Ein Venus-Terminal gibt es auch noch. Dann Mobile-Phone ja oder nein? Kommt noch ein Handy mit rein. Ihr könnt euch Flaggen dranhängen, wenn ihr das wollt. Da gibt es einmal diese wunderschöne Flagge, dann gibt es Costa Rica, Serbien, Bosnien müsste es sein, Slowenien, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, Italien, Russland und die USA. Ja, dann haben wir Roof-Sticker, also Dachsticker in den Falle hier mit dabei, beziehungsweise wir gehen erstmal hier noch weiter allgemein an Stickers. Da gibt es einmal ja und einmal nein, die sind teilweise ein bisschen schwer zu erkennen. Deswegen, aber ihr seht das Ganze hier, das ist ja dieses Fakreta, das muss nicht unbedingt sein, aber kann jeder handhaben. Dann gibt es Fendt-Sticker, die ihr hier oben mit draufnehmen könnt, einmal in Rot, einmal in Schwarz. Dann gibt es die Roof-Sticker, also die Dach-Sticker, da haben wir auch einmal Black und einmal White. Dann gibt es die Door-Sticker, da gibt es auch hier wieder F-Der, also im Endeffekt, wenn man schon hier nicht leiden kann, Michelin und Nein. Dann gibt es auf den hinteren Fenster auch wieder das mit den John Deere. AMD, warum auch immer. Und das war's. Und dann gibt es noch Namesticker von den zwei Modern, die ihr da auswählen könnt. Gut, das war aber noch nicht alles. Es gibt auch noch Combini, die ihr theoretisch mit draufklatschen könnt, wenn ihr das wollt. Aber das eh alles im ausländischen Sitz ist, glaube ich, eher weniger. Dann Registration, also sprich Kennzeichen, ja oder nein. Ist auch ein deutsches Kennzeichen, wohl bemerkt. Dann die Kotflügel gibt es einmal ja, einmal nein und einmal breiter. Und dann die Motorausführungen 927, 930, 933 und 936 sowie 939 Vario. Heißt von 270 bis 396 PS ist alles mit dabei. So, das war auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Schauen wir uns das gute Stück an. Ich habe mal ein bisschen was ausgewählt. Habe ein paar Sticker hier mit drauf gelassen. Manche habe ich weggelassen. Wir sehen hier die Reifen. Drelleburg-Reifen sehen ordentlich aus. Wir haben hier vorne Fendt 939 Vario in dem Sinne. Wir haben hier den Feuerlöscher, den wir extra mit dazu genommen haben. Wir haben hier das Kennzeichen dran. Deutschland ANV FV.
939, Bayern. Oben die Arbeitslichter. Vorne hier Fendt-Logo, Fendt-Emblem mit dazu und die Dreipunktaufnahme. Ja, ganz klar. Dann hier einmal der Chrom-Auspuff, in dem Fall auch mit ausgewählt. Sieht auch schicki aus. Hinten im Heckbereich dann dementsprechend die Anschlüsse, 60 km/h, Bremslichter, Blinker, Arbeitslichter hinten. Die Warntafeln hier auch klar, hinteren Arbeitslichter, hier nochmal Kennzeichen mit dabei. Und das passt eigentlich soweit auch alles. Im Innenbereich, Lenkrad lässt sich bewegen, wir haben drei Spiegel, die Spiegel funktionieren alles so. Der Innenbereich sieht auch soweit eigentlich gut aus. Es gibt noch so ein paar kleinere Stellen, wo man hier, man sieht so in der Ecke so ein bisschen Unschärfe, sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten geht das. Ich habe auch hier alle Terminals mal reingeklatscht, dass ihr auch das seht. Ihr habt einen großen Monitor, wir haben das Handy. Das sieht eigentlich soweit alles gut aus. Gibt noch kleinere Stellen wie hier, aber ansonsten in Ordnung. Hier hinten haben wir auch noch einen Spiegel. Wow. Soweit okay. Gut, hören wir uns mal den Sound an. Huch. Ja, können wir auch eigentlich in dem Sinne gleich abkürzen. Standard-Sound aus dem LS, den wir ja schon kennen. Ist in Ordnung. Ne? Der Sound ist ja nicht schlecht. Kann man dementsprechend so machen. So, gehen wir mal zum Thema Funktionalität. Der Fahrer arbeitet hier auch mit den Füßen, was sehr schön ist. Hand ist am Lenkrad, lässt sich auch bewegen. Armaturen vorne haben wir einmal digital auf digitaler Basis. Das sehen wir, sind ungefähr 35, 36 km/h. Das haut soweit auch hin. Spiegel funktionieren soweit ohne Probleme. Ja, das ist soweit auch schon mal mit in Ordnung. Wir sehen vorne, die Armaturen sind in dem Sinne auch animiert. Der Joystick geht vor und zurück, wie man das halt dementsprechend so kennt. Ansonsten haben wir nachts eine allgemeine Beleuchtung von dem Monitor und von hier vorne her. Aber ihr seht, wenn ich hier separat noch das Licht mit einschalte, ne, tut sich da dementsprechend auch noch was. Und hier die separaten Tasten werden auch noch mit beleuchtet. Warnblinker geht hier mit links, rechts auch alles mit dabei. Schick schön. Blinker sind natürlich außen auch da. Reflektieren in dem Fall auch. Genauso wie die Rundumleuchten. Hube ist bei Lufthorn dementsprechend auch eine andere. Huch, da wollte ich noch gar nicht hin. Ansonsten gibt es normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht und vorderes Arbeitslicht. Könnt ihr separat mit einem Pit 5, einem Pit 6 aktivieren und deaktivieren. Jawollo. So, ich habe jetzt hier IC-Control mit aktiviert. Prinzipiell haben wir aber erstmal hier noch linke bzw. mittlere Maustasten gedrückt halten. Also linke und rechte Maustaste gedrückt halten. Könnt ihr hier durch links und rechts die Höhe da verändern. Recht interessant. Oder den Winkel, je nachdem. Ihr wisst bestimmt, für was es im Real Life dafür da ist. Ansonsten mit Steuerung links B können wir einmal die Fahrtrichtung ändern. Geht dann auch ganz einfach nach hier hinten. Funktioniert dann auch ohne Probleme, wie man unschwer erkennen kann. Klitscht auch in dem Falle nichts mit rum. Ansonsten, wenn ihr IC aktiviert habt, ist das altes IC, also sprich nicht simple IC, sondern die normale IC. Leertaste gedrückt halten, linke Tür öffnen und schließen. Hier oben könnt ihr das Dach öffnen und wiederum auch mit schließen. Hier hinten, das seht ihr, ist das. Ne? Heckscheibe auf und Heckscheibe zu. Auch ganz, sollte auch dementsprechend ganz klar sein. Ansonsten jetzt hier an den Terminals und Co. könnt ihr jetzt nicht mit rum drücken. Hier könnt ihr dann noch die Warnklappen nach links und wiederum hier auch rechts öffnen. Wir sehen das von außen. Die haben sich jetzt aktiviert. Zack. Da geht sogar dieser Pinöbel mit raus. Das ist ganz schick, muss man sagen. Das passt soweit. Ja. Und ansonsten von der Fahrphysik her 63 km/h maximale Geschwindigkeit. Soweit so in Ordnung. Lässt sich eigentlich stinknormal lenken. Ich merke da jetzt keine Unterschiede zu den Standardträger oder Traktoren, die im LS drin sind. Das ist eigentlich soweit angenehm. Da kann man nicht viel falsch machen. Wenn wir uns den Log anschauen, haben wir zwar eine Menge Einträge drin, weil man ja etliches auswählen kann, aber keinerlei Fehler. Also von daher könnt ihr euch das Ganze auch mit Bedenkenloses downloaden. Das war ein grammatikalisch richtiger Satz. Das erfreut mich natürlich. So, gehen wir einmal noch zurück, machen wir natürlich noch hier den kleinen Test, auch ganz klar. Und gucken, ob das Ganze passt, aber ich kann es euch schon mal vorweg sagen, alles in Ordnung. Das sollte ohne Probleme laufen, hat es auf jeden Fall beim ersten Mal. Gucken wir, ob es beim zweiten Mal auch funktioniert. Zack. Das klappt schon mal, vorne das Gewicht mit dran.
Ihr seht hinten dynamische Kabelschläuche, sind wir dabei. Geht bis ganz nach unten. Genauso wie hier vorne. Da haut soweit auch alles hin, wenn ich jetzt mal hier die richtige Kategorie treffe. Ja. Seht ihr, könnt ihr alles machen. Läuft fehlerfrei. Jo, gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß weiterhin in bundesweiter Quarantäne. Wascht euch die Hände und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Tschüssikowski.